Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniubelP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir gegen den Eistitan gekämpft in der Goldrunde. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ich hier im Titelmenü bin. Also ich werde euch mal hier was zeigen. Hier. Das ist unser Spielstand von letztem Mal, nachdem wir den Eistitan erledigt haben. Das ist hier mein Backup. Also jedes Mal, wenn ich aufnehme, speichere ich hier, gucke, ob die Aufnahme geglückt ist. Und dann, wenn ich aufnehme, tue ich dann hier speichern und gucke, ob die Aufnahme geglückt ist. Dann gucke ich bei der nächsten Aufnahme wieder bei diesem Spielstand und so weiter und so fort, damit keine Aufnahmefehler passieren. Jedenfalls, das wollte ich euch aber nicht zeigen. Ich wollte euch meine ganzen anderen Spielstände mal zeigen. Ich habe die Angewohnheit, nämlich vor besonderen Gegnern immer Backup-Spielstände zu machen. Das hier ist, glaube ich, vom finalen Boss. Und das hier und das hier müsste vom Malefiz noch sein. Keine Ahnung. Und ja, hier haben wir noch andere Spielstände, die ich durchgespielt habe. Und ich würde sagen, Eingangshalle. Level 80. Da gehen wir mal rein. Weil, wenn ich mich nicht irre, hatte ich zu diesem Zeitpunkt die Ultima-Waffe. Und ja, die Voraussetzungen sind allerdings so behämmert, Ultima herzustellen, weswegen ich keinen Bock habe, das noch zu machen. Und ich will das Projekt diese Woche noch erledigt bekommen. Und wenn ich jetzt mich nur dran setze, dann, weiß ich nicht, würde ich das bestimmt nicht rechtzeitig schaffen. Deswegen laden wir uns jetzt einfach einen ganz anderen Spielstand mit anderen Sachen, anderen Fähigkeiten und so. Okay, nicht anderen Sachen, andere Fähigkeiten, aber das meiste. Was haben wir denn hier alles? Kräuterschutz, Esprit. Wir haben hier Esprit, das ist sehr gut. Sante Zucken, das kommt weg. Betäubungsschlag, das kommt weg. Hurricane Stoß, Brutalo, Tornado, Ratzefatz, alles kommt weg. Diese fancy Sachen brauchen wir alle gar nicht. Und ja. Ich weiß, ist zwar ein bisschen billig, jetzt einen vollkommen anderen Spielstand zu laden, aber ich wollte die letzte Waffe auch nochmal zeigen. Und ja. Hier, das ist Diamantenstaub, also nachdem wir den Eistitan besiegt haben. Und wenn ich mich nicht irre, habe ich diesen Cup hier noch nicht angefangen. Nee, ist noch Fragezeichen. Das heißt, ich habe diesen Spielstand damals gemacht, bevor ich gegen diesen Boss gekämpft habe. Damit schon mal die ganzen Erklärungen ja alle weg sind. Mache ich allgemein immer bei Rollenspielen, mache ich mal bei der Tales of Serie oder wenn ich die nicht gerade Let's Play. Bei Grace F habe ich da zum Beispiel gemacht. Mache ich bei Final Fantasy Spielen, mache ich bei Dragon Age, mache ich bei Skyrim. Also ja, nicht wundern. So, was haben wir denn hier alles ausgerüstet? Müsste eigentlich alles gut sein. Ja, die haben auch ihre ultimativen Waffen, die man alle mit Mogri-Klamotten, Mogri-Shop-Sachen herstellen kann. Hier habe ich zum Beispiel nicht den Stab, den Großmagier-Stab, glaube ich. 7 Elemente ist auch von Herstellung her. Und ja, ich wollte eigentlich mir nur ein bisschen Zeit hier ersparen und ich habe Stopp darin, da. Wo ich brauche eigentlich keine Zauber in dem Kampf. Egal. Ja, wie gesagt, ich habe mir ein bisschen Zeit erspart und ich hoffe, das können einige verstehen. So oder so, der Kampf wird trotzdem gezeigt. Wir sind halt nur Level 80. Ich hätte mir schon was gedacht haben, den auf den Level zu machen, den Boss. Also, ohne große Erklärung weiter gehen wir in den nächsten optionalen Kampf. Wir haben trotzdem mit dem einen Spielstand das Spiel durchgespielt, also ist ja egal. So, wer könnte der nächste Boss sein? Ihr habt den Titel schon längst gesehen, also müsstet ihr jetzt schon wissen.
optionaler Boss Nummer 4. Sephiroth. Platinium-Runde, Sephiroth. Und ja. Den machen wir jetzt mal fertig. Ist euch da jetzt satt, ne? Boah. Gegen den habe ich so gerne gekämpft früher. Mit dem habe ich auch irgendwie gegrindet, also Level Ups geholt. Autsch. 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 So viel dazu, ne? Früher konnte ich den rauf und runter beten. Aber jetzt habe ich so nicht das Gefühl, ne? Geil. Boah, jetzt teleportiert sich damit rein. Und ja, der hat einen unsichtbaren Lebensbalken. Wenn wir genug abgezogen haben, wird er aber weniger. Ich darf mich hier wie blöd treffen. Im Hintergrund läuft natürlich One Winged Angel. Sehr gut. Oder One Winged Angel. Und ja, Ultima macht schön Schaden. Aber der auch. Habe ich überhaupt? Nein, ich habe nichts Vernünftiges ausgerüstet. Da werde ich auch nicht brauchen, wenn ich Esprit habe. Wenn ich Esprit habe, brauche ich mir um sowas keine Gedanken machen. Das ist das Gute daran. So, weg. Wow. Boah, ich verliere es mal auf rein. Ja, man kann den 4 Angriffe geben, bevor der sich. Man kann den 4-mal angreifen, aber dann teleportiert er sich, glaube ich, weg. So, jetzt will er das machen. Au. Das war sein herzloser Engel. Uff. Wenn er damit Erfolg hat, dann bleibt mir nur noch ein KP übrig. Nichts anderes. Keine MP, gar nichts. Nur ein KP. Und den Angriff kann man locker ausweichen. Ich habe schon im Internet so geile Strategien gesehen, dass man im richtigen Moment ein Elixier werfen soll, damit man dann rechtzeitig geheilt wird. Ich irgendwie voll schwachsinnig finde. Muss ich einfach nur umdrehen. Der steht dann direkt hinter einen eigentlich. Und so viel dazu. Ja, ich hab schon wieder große Klappe gehabt, ne? Muss ja passieren, so was. Wegen, ich brauche keine Items und so. Nehmen wir mal das. Aber ja klar, ich wollte mal zeigen, was passiert, wenn man davon getroffen wird. Genau, das war der Grund. Ah. Bin aber auch nervig. Warum musst du dann auch rennen auf einmal? Mir hat's gefallen, dass du noch gegangen bist. Und da gehe ich drauf. So ein Dreck. Ich habe noch ein Kaffee übrig, leck mich. So, warte mal. Metabol Elixier, ja. Warum habe ich hier so viele? So. Dann machen wir noch mal alles. Nur diesmal viel besser, okay, okay. Ich habe nicht damit gerechnet zu verrecken, ganz ehrlich. Ich weiß nicht mal, wie man diesen Angriff richtig blockt. Den kann man auch immer blocken, wenn der so abgeht mit seinem Schwert. Da 4 Treffer und dann kommt er hinter ein.
Weil der Run konnte sowieso nur schief gehen. Ich wurde von herzlosen Engel getroffen. So, mal ein bisschen aggressiver auf ihn los. Ich hab geblockt. Da schneiden Balken weg. Also unsichtbarer. Ich bin ehrlich gesagt den von Kingdom Hearts 2 schräg, obwohl der, glaube ich, einfacher sein soll, laut vielen anderen Leuten. Weil ich fand irgendwie den Kingdom Hearts 2 mal schräger. Bei den hier konnte ich in- und auswendig damals, aber anscheinend nicht mehr. Wird der andauernd betroffen. So, jetzt kommt er mit seinem Herz aus dem Engel, glaube ich. So. Ich habe mich nicht erinnert, dass er immerhin so einen rein teleportiert mit seinen Flammen. Ich habe sehr hart dazu zugefügt. Boah. Ist der mich die ganze Zeit? Boah, einfach knapp. Ja, vielleicht noch Combo Plus reinpacken sollen. Ja, würde ich ja gegen meine Moralen hier verstoßen. Weil der Run läuft auf jeden Fall besser. Irgendwie konnte ich den Angriff mal früher besser ausweichen. Ey. Der teleportiert immer mit ihm nicht rein mit seinem Feuer. Der sagt. Boah, lädt's einfach awesome. Die hat hier reingepackt haben. Ich hoffe, es gibt keine Copyright-Probleme wegen dem Lied. Nice. Ich glaube, ich greife den zu früh an. Oh, nächste Phase. Jetzt kommt die Supernova. Autsch. Autsch. Daneben. So, jetzt wird's nervig. Nein, da wollte ich nicht machen. Jetzt könnte Kontern, glaube ich, sogar sehr nützlich sein. Irgendwie ist er jetzt einfach zu treffen. Da will ich mehr rein. Müsste ich ja die ganze Zeit treffen, weißt du halt eigentlich? Du bist ein Idiot. Nee, nicht nochmal. Und tschüss. Bams. Ha. Heilung for the win. Okay, der Run war jetzt sehr viel besser. Und da geht er hin. Wo auch immer er gerade hingeht. Gleich zu Kingdom Hearts 2 oder 3. Ein geflügelter Engel oder ein flügeliger Engel. Und an zum Brechen mal 12 erhalten. Sora, sei ruhig. Mhm.
So, wenn ich mich nicht irre, kommt jetzt hier irgendwie noch eine Szene. Bin mir aber nicht sicher, wie man die nochmal triggert. Ein flügeliger Engel. Hat wenig Kraft, teilt aber manchmal sehr mächtige kritische Treffer aus. Senkt MP um 2. Ernsthaft. Man muss das Ding ja verlassen, ne? Bin ich sicher. Aber es gibt noch eine Cutscene. Ja, okay. Wird gerade geladen. Okay. Wieder eine Szene, die in Final Mix hinzugefügt worden ist. Ich habe nach dir gesucht. Gleichfalls. Solange du existierst, erwache ich nie aus diesem Albtraum. Du bist meine Dunkelheit. Ich bin ein Teil von dir, nicht wahr? Folge mir in den ewigen Albtraum ohne Licht. Typisch Final Fantasy. Kryptische Sachen. Sagen, was er wollte, aber war irgendwie voll unnötiger Final Fantasy Fanservice. So, ist der Kampf jetzt hier weg? Ich glaube nicht, ne? Nee, okay. Na gut, dann haben wir diesen Kampf auch erledigt. Und es bleibt nur noch ein Kampf übrig, den wir auch mit diesem Spielstand hier machen werden. Okay. Dann würde ich sagen, ich beende den Buddy und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball. Dragon Ball. Von Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Aha.